Willkommen wieder bei Stella Tarot. Ich freue mich, dass du hier bist und habe dir wieder ein Pick a Card mitgebracht. Diesmal zu dem Thema, wie wird deine zweite Jahreshälfte von 2024? Der Juni hat ja schon begonnen, das erste halbe Jahr ist ja gefühlt fast schon rum. Und wir wollen dann mal in die Botschaften schauen, wie sich so dein Leben in den nächsten 6 Monaten anfühlt und ja, aussieht. Ich habe wieder 3 Stapel für dich vorbereitet. Bitte hör wieder auf deine Intuition. Wähle ein oder mehrere Stapel aus. Ich habe einmal diese wundervolle Karte mit dem Glück und mit diesen 4-blättrigen Kleeblättern und Schmetterlingen und dieser wunderschönen Frau. Dann habe ich einmal die Königin der Stäbe zur Auswahl. Und die 6 der Stäbe mit auch dieser Frau und ja, den ganzen Sternen. Also wenn du dich da hingezogen fühlst, dann ist das vielleicht dein Stapel. So, wir beginnen jetzt auch direkt mit Stapel 1. Lieber Stapel 1, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner zweiten Jahreshälfte 2024. Wir schauen uns an, was in den nächsten 6 Monaten auf dich wartet, was das Leben dir zu bieten hat. Und du hast ja hier schon das Glück liegen und Glück. Ach so, genau. Und hier geht es darum, dass du die Chancen, die dir das Leben zeigt, dass du sie auch wirklich ergreifst. Und dass du Glück hast mit all deinen Verpflichtungen und auch, die Karte ist auch immer in Bezug auf Finanzen und Beruf, vor allen Dingen in erster Linie. Also, dass du halt auch Glück im Beruf haben wirst, dass du dass dir neue Möglichkeiten eröffnet werden, beruflich oder finanziell, glückliche Chancen auf dich warten. Und es aber darum geht, also ich glaube, das ist nochmal so ein Thema, diese Chancen auch wahrzunehmen, bewusst wirklich durch die Welt zu gehen. Und auch, das ist vielleicht hier auch so die kleine Warnung dabei, Chancen nicht zu übersehen, also wirklich da offen zu sein, habe ich gerade gehört, und auch sehr flexibel mit Möglichkeiten, die sich da jobtechnisch oder finanziell für dich ergeben können. Das kam. Aber gehen wir mal auch weg vom Job. Es geht ja auch darum, natürlich auch um dein Privatleben kann das sein, dass sich da ja, neue Menschen zeigen, vielleicht neue Freundschaften bilden oder eine neue Freundschaft oder wenn das etwas ist, was du dir wünschst, auch eine glückliche Zeit innerhalb deiner Liebesbeziehung oder wenn du Single bist, dass auch da das Liebesglück einziehen darf in den nächsten 6 Monaten. Wir schauen jetzt aber in deine weiteren Karten, einmal in das Liebesorakel. Wow, du hast hier die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Wie schön. Also, für die Singles da draußen. Ist das ein Hinweis, dass ihr eure wahre Liebe in den nächsten 6 Monaten kennenlernen könnt? Für die, die schon, schon entweder mit jemandem zusammen sind oder jemanden daten, dass das euch auch wirklich in den nächsten 6 Monaten gezeigt wird, dass das was wirklich Ernstes ist, dass das eine andere Art von Liebe ist, eine höhere Form vielleicht von Liebe als das, was ihr erlebt habt. Oder wenn ihr schon mal eine wahre Liebe erlebt habt, dass das jetzt eure zweite oder dritte wahre Liebe ist oder die wievielte auch immer, dass ihr aber merkt, ja, das ist wirklich was anderes und das ist hier wirklich was ganz, ganz Echtes und das erlebt man nicht so oft im Leben und für manche vielleicht auch nur einmal und für manche ein paar Mal. Genau, wenn es jetzt romantisch überhaupt nichts zu tun hat, wenn das etwas ist, was dich überhaupt nicht interessiert, dann geht es um deine Selbstliebe. Dann geht es darum, dass du
deine Selbstliebe noch mal auf einer höheren Form oder eine höhere Art und Weise auf einer höheren Frequenz lebst und deshalb in diese Schwingung von wahrer Liebe kommst. Und diese wahre Liebe kann sich natürlich auch in einer Berufung äußern, dass du, also da haben wir vielleicht auch hier nochmal den Querverweis zu dem Glück, auch beruflich oder finanziell, dass du natürlich, wenn du deine Berufung lebst, dass du währenddessen ja auch absolut in der Liebesfrequenz bist und dass deine Berufung deine Wahrhaftigkeit zeigt, deshalb wahre Liebe. Und wahre Liebe kann sich nun mal in allen Lebensbereichen äußern. Eine wahre Liebe brauchst du auch nicht nur in Bezug auf einen romantischen Liebespartner, Liebespartnerin fühlen. Eine wahre Liebe kannst du zu Freunden fühlen, du kannst die zu einem Familienmitglied fühlen, zu deinen Kindern fühlen, zu Tieren fühlen. Also da ist das Spektrum ja unglaublich groß. Du kannst eine wahre Liebe zu deinem Leben fühlen, zu diesem Planeten hier, zu der Natur. Und das ist irgendwie etwas, was du in den nächsten 6 Monaten auf deine Art und Weise erleben wirst. Für jeden von euch, das hier ist ein Kollektiv-Reading, deshalb bitte nimm die Botschaften, die für dich passen, und lass die anderen weg. Es wird für jeden von euch vielleicht auch in einem anderen Lebensbereich sein, oder für manche, ihr erlebt das in einem Lebensbereich und andere von euch, ihr erlebt das in mehreren Lebensbereichen in den nächsten 6 Monaten. Schauen wir in dein Tierorakel. Oh wow, du hast den Flamingo, bejahe das dazwischen. Mit der Nummer 16, vielleicht hat die 16 für dich eine besondere Bedeutung. Vielleicht liebst du Flamingos. Ich hatte den schon mal in anderen Readings, wo ich auch gesagt habe, wenn du wundervolle Flamingos sehen möchtest, solltest du unbedingt in die Camargue reisen. Vielleicht ist das ja auch das Indiz für jemanden, dass du in der Camargue warst, dass du die Flamingos dort gesehen hast, oder nach Florida, das ist ja auch das Wahrzeichen von Florida. Vielleicht liebst du ja Florida oder Amerika generell. Vielleicht ist da eine Reise hin geplant. Das kann natürlich auch sein, oder eben eine Reise nach Frankreich in die Camargue. Und hier geht es wirklich darum, dass du aktuell in einer Transformationsphase steckst zwischen deinem alten Leben und deinem neuen Leben, und dass du da in voller Akzeptanz gehen sollst. Und das wird sich wohl in den nächsten 6 Monaten auch noch ein bisschen fortsetzen, weil ich bekomme hier schon rein, Herbst, Winter, ist das neue Leben da, aber die Zeit dazwischen, jetzt noch im Sommer vielleicht, kann es sein, dass du einfach weiter noch zwischen diesen zwei Welten wandelst, dein altes Leben oder einen bestimmten Lebensbereich hinter dir lässt und dich da wirklich am neu definieren bist. Und der Schlüssel, um wirklich auch dein persönliches Glück zu fühlen, persönlich in dieser Liebesenergie zu sein, in der Zufriedenheit zu sein, ist diese Akzeptanz, dass alles seine Zeit braucht und dass es immer, wenn ein altes Ich stirbt und dein Zukunfts-Ich geboren wird, dass es immer eine Zeit dazwischen gibt, wo man das neue Leben noch nicht so ganz sieht und sich mit dem alten Leben aber nicht mehr wirklich identifizieren kann. Und das ist eine, ja, kann eine herausfordernde Zeit sein, wenn man auch manchmal das Gefühl hat, stillzustehen, das Gefühl hat, man weiß nicht so richtig, welchen Weg man gehen soll, was als nächstes so wirklich kommt, weil man einfach in dieser Grauzone steckt. Schauen wir weiter. Du hast den König des Winters mit kompetent, erfahren, gerecht und sachlich. Lass dich von einem objektiven Spezialisten beraten. Öffentliche Reden, emotionslose Beziehungen. Das kann jetzt hier beruflich sein, dass du halt mit dem König des Winters, also es ist der König der Schwerter, dass du noch mehr in diese Energie kommst, smarte Entscheidungen beruflich zu treffen, dass du da auch deine Wahrheit lebst, also vielleicht auch wieder Thema Berufung lebst, oder also eine Tätigkeit ausübst, von der du wirklich auch überzeugt bist, die zu deinem Wertesystem passt, habe ich gerade noch mal gehört.
Und sonst kann es wirklich sein, dass du vielleicht auch in den nächsten 6 Monaten Hilfe brauchst von jemandem, also von einem Experten, der dich in gewissen Hinsichten berät. Also es kann natürlich auch sein, und dann nimm bitte diese Hilfe auch in Anspruch, wenn du irgendwelche spezifischen Themen hast, wo du das Wissen selber nicht hast. Und das ist ja auch voll in Ordnung, man kann nicht alles wissen, dass man sich dann da auch die Hilfe holt. Es kann aber auch sein, dass dieser König der Schwerter ein Liebespartner für dich ist und dass das ein Luftzeichen ist, weil Könige, also der König der Schwerter steht für Zwillinge, Waage oder Wassermann. Vielleicht bist du auch selber so ein Sternzeichen. Das kann natürlich auch sein. Es kann sein, dass diese Person, es muss kein Mann sein, es kann auch eine Frau sein, dir eine neue Möglichkeit bietet, jobtechnisch, oder es wirklich eben auch jemand ist, mit dem du eine Freundschaft beginnst oder der dein neuer Liebespartner wird für die Singles da draußen. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir weiter. Du hast die Skorpion-Energie. Vielleicht bist du auch Skorpion oder hast bestimmte Placements in deinem Geburtshoroskop, bist ein Skorpion-Aszendent, vielleicht ist dein Mond im Skorpion, deine Venus oder dein Gegenüber, mit dem du zu tun hast, mit der du zu tun hast, hat Skorpion-Energie. Und hier geht es darum, wirklich, wir hatten hier schon diese vom alten Ich ins neue Ich, und das ist die Skorpion-Energie, repräsentiert das nur wieder, dass du dich wirklich in einer Wiedergeburt befindest. Also dein altes Ich will abgestriffen werden, da möchte so eine tiefe Reinigung passieren, Glaubenssätze, die dir nicht mehr dienen, Lebensumstände, die dir nicht mehr dienen, die wollen aufgelöst werden, die wollen verändert werden, Beziehungen, die dir nicht mehr dienen. Wir haben hier auch, ne, dass da auch eine Transformation für den einen oder anderen hier im Job passieren kann, dass da wirklich so eine Wiedergeburt passiert, dass du einen alten Karriereweg nicht mehr gehst, dass du vielleicht einen Job, den du ausgeübt hast, nicht mehr ausübst, dass dann ein Jobwechsel passiert, oder dass du vielleicht von einer Zeit, wo du gar nicht berufstätig warst, jetzt in eine Zeit kommst, wo du dir was aufbaust, wo du eine Selbstständigkeit aufbaust oder wo du als Angestellte wieder ins Berufsleben einsteigst. Das kann natürlich sein, oder eben auch andersrum, dass du jetzt berufstätig warst und dass du zum Beispiel in Rente gehst, kann natürlich auch sein. Und auf jeden Fall ist hier eine Wiedergeburt. Egal, ob es jetzt im Privat- oder Berufsleben ist, du erfindest dich neu. Schauen wir mal weiter, was noch so auf dich wartet. Wow, du hast die Hohepriesterin. Das bedeutet auf jeden Fall, dass du eine Entwicklung durchmachst in den nächsten 6 Monaten, was deine Gaben betrifft, was auch deine eigene spirituelle Entwicklung betrifft, dass du einen noch besseren Zugang zu deiner Intuition gewinnst, dass du einen noch besseren Zugang zum Channeling zum Beispiel gewinnst oder zu deinen heilerischen Fähigkeiten, zur Connection zum Universum, zu deinen Spirit Guides. Also da darf noch mal eine Öffnung passieren. Du darfst da auch noch mal, noch mehr Wissen wird zu dir kommen, was dich weiterbringt in Bezug auf deine Persönlichkeitsentwicklung. Und was ich auch gerade so, das stand hier so gerade, also wie so Luftzeichen, wie so eine Luftschrift, also in die Luft geschrieben, stand da jetzt auch gerade, du wirst weiterkommen und die Geheimnisse des Lebens erforschen. Also was da halt stand, war die Geheimnisse des Lebens, und du wirst da für dich wirklich nochmal Erkenntnisse rausziehen, eine andere Sicht einnehmen und auch es kann natürlich auch sein, für eine Person, die eher diesen König des Winters repräsentiert, die eher das Leben emotionslos und sachlich öfter betrachtet, dass du für diese Person, das kann auch ein ganzer Personenkreis sein, es können auch mehrere sein,
dass du denen eine andere Welt zeigst, dass du mit deinen Gaben, mit deinen Botschaften, mit deinem Wissen, was du dir in 6 Monaten noch mehr aneignest und verbreiten wirst, du wirst dadurch den Blickwinkel von anderen erweitern. Du wirst denen eine andere Perspektive geben und Menschen, die zum Beispiel an ganz vieles nicht glauben, sondern nur an was rational erklärbar ist, ich habe gerade so gehört, ich muss das auch so lachen, du wirst denen so kleine Schockzustände verpassen, weil das bei manchen Menschen anfängt, du rüttelst so an deren allein rationalem Denken und du siehst da so einen Samen, der in denen dann langsam wächst und der auch nicht mehr zurückgenommen werden kann und der dazu führt, dass Menschen, die sehr rational denken, ja, dass da eine Öffnung passiert und dass die dann auf einmal damit, was du vielleicht gesagt hast, kann in deinem engsten Umfeld sein oder vielleicht hast du auch eine Online-Plattform, wo du Botschaften verbreitest, wo dann auch ein größeres Publikum deine Weltanschauung sieht oder deine Gaben sehen kann, deine Fähigkeiten sehen kann, dass da schon so das Weltbild von denen ein bisschen erschüttert wird und die dann auch anfangen, sich Fragen zu stellen, ob das eigentlich so richtig ist, dass die an nichts glauben, außer an Dinge, die rein wissenschaftlich erklärbar sind. Super interessant. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wenn du vielleicht sowieso schon dieses Talent hattest, das Weltbild von manchen zu erschüttern, auch, also im guten Sinne. Genau. Super interessant. Wir gucken weiter. Du hast die 3 der Stimme. Oh, das darf in die Transformation. Das haben wir mit der Skorpionenergie. Das sind frühere Enttäuschungen, Verletzungen, Liebeskummer, berufliche Misserfolge, Wünsche, die nicht wahr geworden sind, Verletzungen aus der Kindheit, aus der Jugend, ja, wo dein Selbstwert gemindert wurde, wo du nicht Situationen, in denen du nicht liebevoll behandelt wurdest, bestimmte Menschen, die du damit assoziierst. Die 3 der Stimmen stehen immer dafür, ja, dass das Herz einfach Schmerzen hat, dass man enttäuscht wurde, dass man unglaublich verletzt wurde, unglaublich traurig ist, einen schlimmen Kummer erlebt hat. Und es geht darum, dass du das jetzt wirklich transformierst, auch da sehr selbstreflektiert bist. Deshalb kommt vielleicht auch hier der König des Winters nochmal ein, auch manche Dinge objektiv nochmal zu betrachten, also auch deine eigene Vergangenheit mit einem gesunden Abstand zu betrachten, so dass du nicht in deinen Emotionen und deinem Kummer wieder gefangen bist, sondern mit Abstand nochmal dir anguckst, wow, warum habe ich das erlebt, was sollte ich daraus lernen und vor allen Dingen rauszugehen, für manche von euch, ihr habt das schon längst getan, aber für andere auch nochmal hier die Botschaft, sich selber nicht in einer Situation nur als Opfer zu sehen, weil du das nie bist, sondern wir sind alle Opfer und Täter zugleich und wenn du dich in eine Dynamik begibst, mit einem anderen Menschen oder in einer Jobsituation, dann bist du Teil dieser Dynamik und dann hat das auch was mit dir zu tun und deshalb bringt es auch nichts, irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen und zu sagen, das Gegenüber war nur schlecht und böse und hat mir das und das angetan, weil du kannst es genauso umkehren und sagen, warum hast du dir das antun lassen? Und das ist nämlich wieder das Thema Selbstliebe, wo ein Mangel herrscht, Thema Selbstwert, wo ein Mangel herrscht, Thema, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein, ich bin nicht gut genug, so und das wird dir dann alles nur von jemand anderem sehr schmerzlich gespiegelt. Und um aus dieser Opferhaltung rauszukommen, bedarf es einfach einer sehr harten Selbstreflexion, sich das anzuschauen, um dann halt auch wirklich den Frieden damit zu machen, zu sagen, wow, ich hatte hier meinen Anteil daran, aufgrund diesen Glaubenssätzen. Und der andere hatte seinen Anteil daran aufgrund seiner oder ihrer Glaubenssätze. Und jetzt begebe ich mich aber aus dieser ganzen Dynamik heraus. Ich habe jetzt etwas daraus gelernt. Das wird mir kein zweites Mal mehr passieren. Ich
Gehe jetzt in die Energie von, ich liebe mich wirklich selber, deshalb lasse ich auch gewisse Dinge nicht mehr mit mir machen, deshalb gehe ich auch in gewisse Situationen nicht mehr, deshalb verbinde ich mich vielleicht auch mit gewissen Menschen nicht mehr, weil ich da schon wieder merke, dass da toxische Energien herrschen. Ich ändere selber mein Verhalten in Bezug auf mich, in Bezug auf mein Denken und ich lasse diese Misserfolge und Enttäuschung in der Vergangenheit, denn die sind passiert. Die kann ich nicht mehr ändern. Das Einzige, was ich ändern kann, ist, dass ich sie nicht mehr auf meinen Schultern trage und mitschleppe und wieder das Gleiche in der Zukunft wieder mache, sondern jetzt auf ein anderes Level gehe, meine alte Identität hinter mir lasse, die Vergangenheit hinter mir lasse und neu anfangen. Und das hast du immer nur, du hast nur den jetzigen Moment, aus dem du heraus manifestieren kannst, und zwar deine Zukunft. Und wenn da immer weiterhin du dich daran festhältst, was alles nicht funktioniert hat, beruflich oder liebestechnisch oder freundschaftlich oder innerhalb deiner Familie oder innerhalb deines Zuhauses oder dass gewisse Träume, die du im Leben hattest, nicht verwirklicht wurden, dann bist du immer in einer Mangelenergie, dann bist du immer in einer niederen Frequenz und so verbaust du dir selber, dass du deine Ziele und Träume, die du noch für die Zukunft hast, die ja manifestierst, weil du manifestierst aus einem Mangel heraus und dann werden die Resultate nie so werden, wie du dir die wirklich wünschst. Und deshalb ist das so wichtig, durch diese Stirb- und Werde-Prozess zu gehen, wie ein Phönix aus der Asche aufzusteigen und den Ballast hinter dir zu lassen. Wow, schauen wir noch in deine letzte Karte. Du hast hier die Soul Family, also dein Tribe. Es geht hier wirklich darum, das hatten wir jetzt ja auch schon mal mit der wahren Liebe, dass vielleicht jemand Neues auch in dein Leben kommt. Es geht wirklich darum, in den nächsten sechs Monaten wirst du entweder mehrere Menschen oder mindestens einen Menschen neu kennenlernen, der oder die, also die Person, der oder die, der Mann oder die Frau, die zu deinem Soul Tribe gehört. Für manche ist es vielleicht auch eine ganze Community, vielleicht findest du auch einfach eine Online-Plattform, so wie jetzt, wo du gerade das Reading schaust, vielleicht findest du noch einen neuen Channel für dich, vielleicht ist es aber auch wirklich ein Mensch, der dir persönlich begegnet und der, mit dem du eine neue Freundschaft beginnst oder eine neue Liebesbeziehung beginnst oder du kommst wirklich auch beruflich an einen neuen Platz, hast ein neues Team. Und das ist wirklich, wo du merkst, wow, das ist hier meine wahre Soul Family. Das sind Leute, mit denen ich wirklich sehr deep connecte, wo wirklich wahre Wertschätzung herrscht. Also das kann jetzt beruflich wie privat sein, für manche von euch vielleicht auch in allen Bereichen, dass ihr wirklich viele neue Menschen kennenlernt, wo ihr das Gefühl habt, wow, hier gehöre ich hin. Diese Menschen habe ich mein Leben lang, also auch das Gefühl gehabt, vielleicht danach gesucht zu haben. Und dass die, mit denen du auch jetzt immer noch wunderbar connectest, auch da in die Dankbarkeit zu gehen und auch da diese Bestätigung zu haben, das ist deine wahre Soul Family, mit denen du jetzt schon in der Vergangenheit oder eben auch jetzt das Gefühl hast, das hier ist wirklich gesund und bereichernd und wir unterstützen uns und die Basis ist hier wirklich eine wahre Liebe. Schauen wir jetzt noch in das Tarot. Da sind irgendwie direkt zwei Karten rausgefallen für dich. Wow, und hier hast du nochmal die Liebenden. Also nochmal die Bestätigung auch mit dem Tribe. Also für manche von euch auch wirklich die Liebesbeziehung zu leben, die auf wahrer Liebe basiert. Also eben entweder, weil du mit diesem Partner, der Partnerin schon zusammen bist und das einfach für dich hier noch weiter eine Bestätigung ist, ihr seid auch zukünftig wirklich tief miteinander verbunden. Für andere eben auch ein neuer Mensch, der da in dein Leben treten darf. Freundschaften können es genauso sein, wirklich Menschen, wo ihr das Gefühl habt, die gehören zu mir, ich gehöre zu denen, wir haben wirklich eine tiefe Bindung und natürlich der Weg der Selbstliebe. Aus dem Herzen heraus deinen Weg zu gehen, beruflich wie privat. Schauen wir weiter. Du hast hier noch den Ritter der Stäbe, also es kann natürlich auch ein Soul Family Member für dich repräsentieren, dass das jemand ist mit Feuerenergie, also Schütze, Löwe oder Widder, oder du bist es vielleicht selber. Und
dass es wirklich bei dir darum geht, mit dieser Energie, also egal ob das jetzt ein neuer Mensch ist oder ein Mensch, den du schon kennst in deinem Umfeld, der dich immer begeistert, der dich dazu ermutigt, lebensfroh zu sein, mit Leidenschaft durchs Leben zu gehen, mit Begeisterung, mit Motivation, viel zu unternehmen, sehr lebendig zu sein, aktiv zu sein. Also es kann sein, dass das die Energie auch ist, in die du auch die nächsten 6 Monate kommst, wirklich mit dem Herzen dabei bist und richtig Lust auch auf neue Abenteuer hast, auf Reisen hast, oder dass das hier halt ein Gegenüber ist. Und diese Person zeigt dir das und reißt dich dann so mit und dadurch, dass ihr dann zusammen halt tolle neue Sachen erlebt oder der oder diejenige inspiriert dich dazu, neue Dinge auszuprobieren oder eben auch Dinge hinter dir zu lassen, die dir nicht dienen. Und das ist so die Energie deiner nächsten 6 Monate. Ja, lieber Stapel 1, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Falls du ein Personal Reading buchen möchtest, findest du das in der Videobeschreibung. Falls du mir eine PayPal-Spende zukommen lassen möchtest, um den Kanal hier weiter zu unterstützen, freue ich mich und finde es auch in der Videobeschreibung. Und ich schicke dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Stapel 2, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Spaß zum Thema dein zweites Halbjahr oder die zweite Jahreshälfte 2024. Was wartet auf dich? Es ist jetzt schon Juni und ja, die ersten 5 Monate sind rum und jetzt schauen wir uns die nächste, ja, es hat jetzt die Halbzeit schon begonnen. Wir schauen jetzt, was auf dich wartet. Du hast schon mal die Königin der Stäbe ausgewählt mit dieser süßen schwarzen Katze. Vielleicht liebst du Katzen, vielleicht ist die Katze auch dein Krafttier. Vielleicht hast du eine schwarze Katze oder hast eine besondere Verbindung zu einer schwarzen Katze in deinem Umfeld. Vielleicht bist du ein Feuerzeichen, Löwe, Schütze oder Widder oder hast ja auch bestimmte Konstellationen in deinem Geburtshoroskop. Vielleicht bist du vom Aszendent ein Feuerzeichen, von deiner Venus, von deinem Mond, vielleicht dein Mars und hast dich deshalb vielleicht dafür entschieden. Vielleicht auch, weil du dieser Königin ähnlich siehst. Vielleicht hast du auch so wundervolle rote Haare. Die Königin der Stäbe, was ist das für eine Energie? Und diese Energie, die wartet auf dich jetzt im zweiten Halbjahr. Diese Königin lebt ihre Herzenswünsche, die lebt ihre Kreativität, die ist sehr unabhängig, die ist ein Freigeist, die liebt ihre Freiheit, die hat ihren eigenen starken Willen, die möchte, dass ihr Leben so gestaltet wird und so aussieht, wie sie sich das wünscht, ist sehr stark und die möchte auf jeden Fall ihre eigene Unabhängigkeit leben und die möchte von nichts und niemandem abhängig sein. Und wenn sie das Gefühl hat, dass man sie einengt oder ihre Freiheit beschränkt wird, ist die absolut nicht glücklich. Und darum geht es für dich in den nächsten Monaten, dass du wirklich zu dir stehst, dass du Dinge tust, weil dein Herz dabei aufgeht, dass du dich in nichts reindrängen lässt, wo du schon weißt, das möchte ich nicht machen, das passt nicht zu meinem Wertesystem, dabei geht mein Herz überhaupt nicht auf. Es hat auch was damit zu tun, deine eigene Macht zu leben, auf deinem eigenen Thron zu sitzen, zu wissen, du bist der Schöpfer, die Schöpferin deines eigenen Lebens und du alleine kannst dir nur deine Realität erschaffen. Du alleine bist dafür verantwortlich, ob deine Träume wahr werden oder nicht. Und eben rauszukommen, auch aus dieser Opferhaltung, ich bin von anderen abhängig, andere Menschen können mir mein Leben versauen oder gewisse Situationen können mir mein Leben versauen. Das sind halt alles Ängste, aber das hat mit der Realität nichts zu tun, sondern wirklich diesen Prozess zu gehen. Ich stehe dahinter, was ich tue, ich lebe, wie ich möchte und wie es mich glücklich macht. Und
auch wenn Situationen oder Herausforderungen kommen, die ganz normal sind, weiß ich, dass ich die am Ende bestehen werde, weil ich mir selbst treu bin. Und mit der schwarzen Katze kommt natürlich auch diese Magie. Also es kann natürlich auch sein, dass du dich sehr für Mystik interessierst, dass du sehr, ich meine, sonst wirst du dieses Reading wahrscheinlich auch nicht gucken, dass du auch ein großes Interesse für spirituelle Themen hast, ein großes Interesse für deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, für den Seelenweg und dass du eben auch selber, das ist halt auch eins deiner Talente, du hast eine magische Anziehungskraft und du wirkst auf andere sehr anziehend und magisch und deine Verbindungen, das ist auch das, was du nur leben möchtest. Deine Verbindungen, die du zu anderen Menschen hast, die basieren bei dir auf Herzensebene. Also du möchtest mit Menschen verbunden sein, wirklich, weil du die wertschätzt für das, was sie sind und weil du mit denen deine Herzensprojekte irgendwie leben kannst, deine Träume leben kannst, deine auch leidenschaftliche Seite leben kannst. Und das ist so die Art, wie du mit Menschen connectest. Und Dinge, die oberflächlich sind oder Menschen, die dein Wertesystem irgendwie auch gar nicht entsprechen, mit denen willst du auch überhaupt nicht connecten. Das ist auch so eine Besonderheit. Also es gibt ja auch Menschen, die können mit ganz, ganz vielen Menschen verbunden sein und bei denen spielt es auch keine Rolle, ob der andere Mensch ein ganz anderes Wertesystem hat, weil das so auf einem oberflächlicheren Level dann passiert, aber bei dir ist das anders, das reicht dir nicht, das ist nicht etwas, was dich irgendwie wirklich dann erfüllt. Interessant, schauen wir mal weiter. Wow, du hast hier die neue Liebe mit, eine neue Person hat deine romantischen Gefühle aufgewühlt. Also, für die Singles da draußen, ja, hier ist die Botschaft in den nächsten Monaten bis zum Jahresende. Werdet ihr eine neue Person kennenlernen, die euch romantisch auf jeden Fall interessiert. Für die, die vergeben sind, kann das ein neues Level in der Beziehung sein, dass ihr eine neue Liebe, also wie nochmal so eine neue Phase erlebt, weil ihr euch verändert, weil ihr in noch einem besseren Selbstwert seid, in noch mehr für eure Selbstliebe halt auch tut, noch mehr dieses Gefühl habt, wow, ich bin hier die eigene Königin, der eigene König über mein Leben, ich habe das alles in der Hand und dadurch, dass du selber deine Glaubenssätze nochmal veränderst, kannst du auch innerhalb deiner Liebesbeziehung nochmal ein anderes Level leben. Das trifft für die in einer Beziehung ja, zu, die da immer noch glücklich sind und auch wissen, dass, ja, dass du da bleiben möchtest und wo auch keine Trennung ansteht. Für die, wo das natürlich gerade der Fall ist, wo ihr wisst, okay, die Trennung steht an, ist das hier halt auf jeden Fall der Ausblick, da wird eine neue Person in dein Leben treten. Dann kann es auch, wenn es jetzt romantisch gar nicht ist, kann es eine neue Freundschaft sein, die in dein Leben tritt. Und was auch ich gerade so gehört habe, ist eine neue Liebe in Bezug auf deine neuen Projekte oder deinen neuen Berufsweg. Also, dass du da wirklich etwas für dich entdeckst und beruflich was Neues ausprobierst. Oder das, was du schon machst, also wenn du das Glück halt im Leben schon hast, dass du deine Berufung lebst, dass aber da noch Erfolge auf dich warten. Also dass du wirklich unglaublich glücklich bist und dass das hier so zeigt, dass du deine Liebe komplett noch mehr in dieses Business steckst oder in deinen Job steckst. Und da wirklich erfüllt bist, das habe ich gerade noch gehört. Schauen wir weiter. Oh wow, du hast den Wolf, verwandle Wissen in Weisheit mit der 66. Vielleicht hat die 6 eine besondere Bedeutung. Es kann auch sein, dass der 6.6. jetzt im Juni für dich auch ein wichtiger Tag wird. Mit dem Wolf, vielleicht ist der Wolf sowieso dein Krafttier, vielleicht liebst du Wölfe, vielleicht liebst du auch Hunde, das kann hier ein Indiz sein. Es geht hier darum, in
eine Führungsposition auch zu kommen. Also entweder beruflich oder weil du selbstständig bist und da eben sowieso dein eigener Chef, deine eigene Chefin bist, weil dafür der Wolf auch steht, wirklich ein Leader zu sein und das Rudel anzuführen, dass du in diese Rolle noch weiter reinwächst, das kann es sein. Oder wenn du in dieser Rolle schon längst bist, dass es einfach darum geht, jetzt in den nächsten 6 Monaten weiterhin Erfahrungen zu sammeln, weiterhin ein richtig gutes Vorbild zu sein und deine weiteren Erfahrungen, die du machst, in Weisheiten zu verwandeln, weil wie verwandelt man Wissen in Weisheit? Indem man das Wissen, was man hat, in die Praxis umsetzt und dadurch lebst du die Weisheit, weil das Wissen alleine, wenn es nur in der Theorie ist, du es aber nicht auf dein Leben anwenden kannst, bleibt es Wissen, aber es ist keine Weisheit. Und dass das vielleicht auch so ein Prozess ist in den nächsten 6 Monaten, vielleicht hast du gewisse Ideen, vielleicht hast du gewisse Ziele, wo du dein Wissen verbreiten möchtest, wie du dein Wissen vor allen Dingen beruflich auch anwenden möchtest. Und du wirst da neue Möglichkeiten finden, wie du das in die Praxis umsetzt, wie du vielleicht auch einen neuen Job annimmst und dadurch wirklich anders nochmal agieren kannst oder wenn du selbstständig bist, neue Projekte zu initiieren, neue Produkte, neue Dienstleistungen anzubieten, vielleicht noch dir einen Nebenerwerb aufzubauen, in einem Hobby vielleicht auch etwas zu kreieren. Es kann natürlich sein und es kann natürlich auch im Privatleben sein, dass du anders mit Situationen umgehst, dass du innerhalb deinen Beziehungen Weisheit jetzt lebst, weil du da nochmal gewisse Dinge neu erfahren hast, dir Wissen angeeignet hast und weißt jetzt, okay, ich möchte so mit anderen Menschen umgehen oder ich beziehe das jetzt auf mich, ich möchte neue Verhaltensweisen an den Tag legen, ich möchte neue Routinen bilden, ich habe eine neue Praxis mir überlegt, wie ich zum Beispiel neu manifestieren kann oder was ich für eine neue Sportart vielleicht machen möchte, um meinen Körper fit zu halten. Das ist hier für jeden was anderes oder ich möchte mich anders ernähren. Was auch immer es ist, auf jeden Fall wirst du da wirklich Weisheit leben und dadurch weiterkommen. Schauen wir in dein Feenorakel. Wow, du hast die 2 des Sommers, sich verlieben oder eine hingebungsvolle Verbindung mit jemandem eingehen. Vergebung und die Lösung eines Problems gibt nicht auf. Deine Beziehung kann geheilt werden. Und hier haben wir wieder das Liebesthema. Also entweder dadurch, dass ein neuer Mensch in dein Leben kommt, romantisch, eine neue Freundschaft. Das kann aber auch für einen Arbeitsvertrag stehen, die 2 des Sommers. Und auch für deine aktuelle Beziehung, wo ihr vielleicht zusammen ein Problem habt, vielleicht bist du gerade auch in einer Beziehung, wo eine schwierige Zeit ist, dass du halt auch weißt, dass hier eine Lösung gefunden werden kann. Und ich spreche hier nicht von einer Beziehung, von der du weißt, dass die absolut toxisch ungesund ist und die mit Liebe nichts zu tun hat. Also für diejenigen ist das hier nicht die Botschaft, dass eure Beziehung auf einmal geheilt wird und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das ist es nicht, sondern ich meine eine Beziehung, wo eigentlich die Grundwerte und die Grunddynamik stimmt, es aber einfach manchmal natürlich durch den Alltag geschuldet vielleicht langweilig wird oder es eine Meinungsverschiedenheit gibt oder es einen bestimmten Konflikt gibt, der da gelöst werden möchte. Vielleicht gibt es einfach eine Sache, wo dein Partner, deine Partnerin etwas ganz anderes möchten als du, aber in allen anderen Bereichen wertschätzt ihr euch, liebt ihr euch und das ist alles gut. Das ist eher so damit gemeint. Oder eben auch in einer Freundschaft, wo diese Grunddynamik stimmt und wo da vielleicht ein Konflikt ist, dass ihr da einfach wisst, das kann gelöst werden. Aber es geht hier nicht um eine Dynamik, von der ihr wisst, dass das absolut ungesund ist und ihr euch gegenseitig auch den Selbstwert zerstört oder der eine den Selbstwert des anderen am Zerstören ist. Darum geht es nicht.
Genau. Und ich hatte noch gesagt, einen neuen Vertrag kann es auch sein, beruflich für jemand, der einen neuen Job sucht oder eben auch, wenn du selbstständig bist, neue Partner, Kooperationspartner, vielleicht einen Investor. Dafür kann das auch stehen. Jemand, der dir helfen möchte. So, schauen wir weiter. Du hast den Mars, also die Mars-Energie darf bei dir in der zweiten Jahreshälfte gelebt werden, mit, dass du vorwärts gehen sollst und aber auch dich selber beschützen sollst. Also Mars-Energie ist ja die männliche Energie und es beherrscht die Königin der Stäbe sowieso so wundervoll. Mit ihrer Feuerenergie ist die sowieso, also du wirst eine Person sein, die sowieso mehr in ihrer männlichen Energie ist und die ist jetzt aber in der zweiten Jahreshälfte für dich auch gut. Trotzdem gebe ich hier immer zu bedenken, wenn du sowieso es dir leicht fällt, in der männlichen Energie zu sein, sehr aktiv zu sein, sehr viel zu machen, also wirklich eine Machermentalität zu haben, dann solltest du trotzdem, auch wenn Mars hier fällt und du vorwärts gehen sollst und an dich glauben sollst und deine Projekte vorantreiben sollst, deine Kreativität leben sollst, ne, das, wo dein Herz wirklich für schlägt, auch umsetzen sollst und der Welt zeigen sollst und mit der Welt teilen sollst, geht es trotzdem darum, deine Balance zu wahren. Also es geht jetzt nicht darum, in blinden Aktionismus zu verfallen, sondern auch immer wieder dich zurückzunehmen, zu sagen, nein, ich habe auch noch eine weibliche Seite und es geht auch darum, zu empfangen, zu vertrauen, mir Ruhephasen zu geben. Und dann, wenn ich der Seite auch wieder auch meine Aufmerksamkeit gebe, dann kann ich auch wieder vorwärts laufen mit voller Energie und kann dann wieder was Tolles kreieren oder meine Ziele verfolgen. Und mit dem Wolf kam mir auch gerade noch mal dieses Beispiel. Es gibt ja diese Geschichte über den weißen und den schwarzen Wolf und dass es an dir liegt, welchen du fütterst. Also fütterst du den schwarzen Wolf, dann bist du immer ganz, ganz viel in deiner Angst und in deiner Unsicherheit und in deinen Zweifeln und in deinen Schatten. Und fütterst du den weißen Wolf, dann bist du in der Liebe, in der Harmonie, im Frieden. Und dass das eben allein deine Entscheidung ist, welchen möchtest du füttern. Aber, hier kommt das große Aber, wir alle haben zwei Seiten in uns. Wir alle haben Yin und Yang in uns, die weibliche und männliche Energie. Und auch wenn man sagt, dass der schwarze Wolf eher diese Yin-Energie ist mit auch der Angst und der weiblichen Seite und den Emotionen, trotzdem ist das eine Seite von dir, die auch nicht als etwas Schlechtes angesehen werden darf, auf gar keinen Fall. Und das tun wir aber ganz oft, sondern es gilt, beide Seiten Aufmerksamkeit zu schenken, weil du weißt, nur wenn du eine Angst hast, die bewusst wahrnimmst und durch sie einmal hindurchgehst oder eben auch mehrfach, wie tiefsitzend die vielleicht auch ist, kannst du die bearbeiten und transformieren und ins Licht ziehen. Wenn du aber nur am Verdrängen bist und dir deine Schatten überhaupt nicht anschaust, dann werden die zu einem Problem. Und Schatten, die du aber transformierst, dir anguckst und weißt, dass du sie hast und sie ins Licht transformierst, also Frieden mit ihnen findest, das sind Ängste und Unsicherheiten und Zweifel, die dich nicht mehr von deinen Träumen abhalten. Und das ist irgendwie auch ein wichtiger Prozess für dich in den nächsten Monaten. Und vielleicht zeigt dir auch noch mal ein Gegenüber, also vielleicht auch innerhalb einer Partnerschaft, innerhalb einer neuen Beziehung, innerhalb einer neuen Freundschaft, wird dir das vielleicht auch noch mal gespiegelt. Schauen wir weiter. Ja, du hast den Turm, der falsch rum gefallen ist, und das bedeutet immer, dass du selber einen Turm initiierst. Und das bedeutet, dein altes Ich, gewisse Glaubenssätze, gewisse Themen in deinem Leben oder etwas ist auch zu Ende gegangen und du beginnst jetzt etwas Neues und das bedeutet immer, dass ein Ego-Tod stattfindet, dass Glaubenssätze, die dir nicht dienen, Verhaltensweisen, die dir nicht dienen, dass da irgendwas aufgelöst wurde,
wohin du dich selbst gebracht hast, weil du an dir gearbeitet hast, weil du dir Dinge angeschaut hast. Und diesen Turm, das ist nichts, was im Außen einfach passiert, sondern du hast ihn herbeigeführt. Also du bist aktiv daran, etwas in deinem Leben zu verändern. Und das wird sich in deiner zweiten Jahreshälfte zeigen, auch im Außen dann, dass du innerlich an dir etwas geändert hast und sich deshalb im Außen etwas Neues zeigt. Wow, und du hast hier den Geldbaum mit Träume werden wahr. Du wirst bekommen, was du dir schon so lange wünschst. Genieße deinen Reichtum. Wow, und das ist jetzt für manche wirklich vielleicht Geld, eine verbesserte finanzielle Situation. Für andere von euch ist es ein beruflicher Traum, dass ihr vielleicht den Job bekommt, den ihr euch lange gewünscht habt, dass ihr in die Position rückt, was euer Ziel war, dass ihr vielleicht eine Ausbildung absolviert, ein Studium absolviert und deshalb den Abschluss in der Tasche habt, den ihr wolltet und der euch wieder neue Türen öffnet, dass du eine Weiterbildung gemacht hast. Genau, um vielleicht für deine Selbstständigkeit oder überhaupt die Selbstständigkeit vielleicht auch zu eröffnen. Ich habe gerade auch gehört für jemanden vielleicht, dass du deinen Heilpraktiker in den nächsten Monaten beendest und dadurch dich dann selbstständig machst. Genau, oder jede andere diverse Ausbildung, Studium, was auch immer du absolvieren wolltest. Für andere ist es halt auch der Durchbruch in der eigenen Selbstständigkeit, dass dass du das, was du damit erschaffen möchtest und die finanzielle Freiheit, die du dir damit erhoffst, auch wirklich bis zum Jahresende dahin kommst und das leben kannst. Und das war jetzt beruflich und finanziell. Für andere ist es natürlich auch, dass dein Traum es war, einer deiner Träume oder vielleicht auch nur noch der einzige, weil alles andere sonst super in deinem Leben läuft, eine neue Liebe zu leben, für andere vielleicht auch innerhalb einer Beziehung einen Konflikt zu lösen und dadurch wirklich Reichtum, also auch inneren Reichtum innerhalb einer Partnerschaft, emotional sich erfüllt zu fühlen, zu leben. Für andere ist es vielleicht eine neue Freundschaft, ein neuer Freundeskreis. Für jemand anderes kann es sein, dass du vielleicht mit einem Hobby wieder anfangen kannst, wofür du vielleicht vorher keine Zeit hattest, oder ich habe auch gerade gehört, körperliche Einschränkungen, also dass du vielleicht etwas Bestimmtes nicht machen konntest, weil du körperlich eingeschränkt warst, weil du sehr, weiß ich nicht, geschwächt warst, vielleicht auch eine bestimmte Krankheit hast, die du aber dann überwindest oder die anders eingestellt wird, so dass du wieder mehr Sachen machen kannst, die du liebst, und dass das eben auch die Genesung dein Traum ist, der wahr wird. Wow, okay. Und ich habe gerade noch für manche gehört, Schwangerschaft, ein Kind zu bekommen, dass dieser Traum halt in den nächsten Monaten wahr wird. Schauen wir noch in das Wisdom-Orakel. Du hast hier, komm zum Ende. Also hier geht es darum, vielleicht bist du auch 36, vielleicht hat die 3 oder die 6 eine besondere Bedeutung für dich. Hier kommt es wirklich in den nächsten Monaten bis zum Jahresende. Wirst du etwas abgeschlossen haben, also ein bestimmtes Thema im Leben, ein bestimmtes, ich habe auch gerade gehört, eine bestimmte Herausforderung, die wird da abgeschlossen sein und es fängt ein neues Kapitel an. Und das kann jetzt natürlich beruflich sein, dass da einfach was Neues beginnt für dich, wie du es dir wünschst, dass du da ein Ziel erreichst. Für andere ist es eben auch privat, liebestechnisch, freundestechnisch. Und du kommst, du schließt einfach ein Kapitel ab. Für andere ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wirklich etwas loszulassen, was dich belastet hat, einen Glaubenssatz zu verändern, etwas einen neuen Ego-Tod, man geht ja durch mehrere im Leben, einen neuen Ego-Tod wirklich zu haben und deshalb etwas zu vollenden. Und ja, du wirst das Gefühl haben, auf jeden Fall in den nächsten Monaten, oh wow, dass da ein Neuanfang kommt. Und wir haben nämlich jetzt
die neun der Stäbe, und das ist eine innere Verletzung vom inneren Kind. Das ist auch der Chiron in der Astrologie, der verwundete Heiler. Die größte Wunde, die du hast, die du in deine größte Stärke transformieren kannst. Und in diesem Prozess bist du. Da darf eine Heilung reinkommen von einem Thema, und das wird sich im Äußeren wirklich in Glück spiegeln, in einer neuen Liebe, in einer neuen Liebe zu dir selbst. Und du bist gerade dabei, und es wird dich in den 6 Monaten begleiten, dir wirklich in einer gewissen Hinsicht ein neues Leben aufzubauen. Du bist in der Planung, und die Planung führt dich, weil die drei der Stäbe steht nämlich dafür, dass man sich ein besseres Leben erschafft, dass man wirklich in diesem Prozess ist, zu planen, die Ziele auch dann umzusetzen, so dass man sich selber, also mehr Reichtum leben kann, egal ob das jetzt innerer Reichtum ist oder äußerer, was auch immer dein Ziel ist. Du bist in diesem Prozess, und Ende des Jahres wirst du, wirst du da sein. Da fängt was Neues für dich an, und das ist eine andere Art Reichtum. Und vielleicht für manche auch von euch passiert das schon vorher. Ich sage jetzt immer nur bis Ende des Jahres, weil wir sagen, was wartet alles auf dich in der nächsten Jahreshälfte. Und spätestens dann lebst du das. Für die einen oder anderen ist das auch schon vorher. Wow, lieber Stapel 2, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Abo, dein Like und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal. Lieber Stapel 3, herzlich willkommen zu deinem Pick a Card. Ich freue mich, dass du hier bist, und wünsche dir ganz viel Spaß bei der zweiten Jahreshälfte 2024. Was wartet auf dich? Du hast ja schon mal die 6 der Stäbe gewählt, mit dieser wunderschönen Frau, die hier ja mit den ganzen Sternen umringt ist, die im Spotlight steht. Also 6 der Stäbe steht immer dafür, dass du gute Neuigkeiten erhältst, dass du im Rampenlicht wirklich stehen kannst. Also wenn es etwas ist, dass du ein größeres Publikum ansprechen möchtest, dass du vielleicht mit etwas selbstständig bist, dass da auf jeden Fall Erfolg auf dich wartet, dass du vielleicht eine größere Reichweite kreierst, dass du in deinem Business einfach erfolgreich bist, dass deine Produkte, deine Dienstleistungen wirklich gefragt sind. Wenn du angestellt bist, dass da wirklich Wertschätzung passiert, dass du vielleicht eine Beförderung bekommst, dass du eine Gehaltserhöhung bekommst, dass Projekte einfach super laufen, dass du von deinem Team gewertschätzt wirst, dass du von Führungskräften gewertschätzt wirst oder du eben selber als Führungskraft agierst und da einfach aber Wertschätzung bekommst von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Dafür kann das alles stehen, wenn es jetzt beruflich ist. Finanziell kann es dafür stehen, dass du eben ja lukrative Projekte hast, dass du vielleicht eine neue Einnahmequelle erschließt, wie gesagt, eine Gehaltserhöhung, Beförderung, dass du dir ein Jobwechsel kommt und du dadurch bessere Konditionen hast. Das wäre jetzt so alles beruflich. Privat könnte es natürlich sein, dass du vielleicht umziehen möchtest, dass du dadurch neue, also gute Neuigkeiten bekommst, weil du das Haus oder die Wohnung bekommst oder was kaufen möchtest und das halt, also egal ob jetzt mieten oder kaufen, dass du die Zusage bekommst. Das könnten die super tollen Neuigkeiten sein. Es kann sein, dass du ja vielleicht auch darauf wartest, dass du neuen Menschen begegnest und du dich darüber freust, dass neue Menschen in dein Leben treten, egal ob das jetzt privat oder beruflich ist. Oder ob du vielleicht es kann auch sein, dass du eine Prüfung erfolgreich absolvierst, dafür steht das auch, jegliche Art. Oder dass du dein eigenes Denken veränderst, und zwar etwas auflöst vom Thema Misserfolg und Enttäuschungen in ein Fülle-Mindset, und dass du ja an deinen Erfolg auch wirklich glaubst und dass du das
transformierst. Das kann es natürlich auch sein. Schauen wir jetzt mal weiter in deine Karten, was da vielleicht noch für tolle Botschaften bei rauskommen. Du hast, bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Also, das jetzt für die Singles von euch. Wenn da jemand, ihr schon euch ins Auge gefasst habt, dann geht es darum, dass du auch wirklich zeigst, dass dieser Mensch dir wichtig ist und dass du dich da nicht irgendwie versteckst in Unsicherheit. Das ist die eine Botschaft. Für andere, die jetzt in der Liebesbeziehung sind, ist es auch die Botschaft, deinem Partner, deiner Partnerin auch immer wieder zu zeigen, wie wichtig diejenige oder derjenige für dich ist. Gerade in langen Partnerschaften kann ja auch das Gefühl irgendwann mal entstehen, dass das vielleicht alles selbstverständlich ist oder Alltag geworden ist. Und um dem auch wieder zu entgehen, geht es halt auch darum, den anderen zu überraschen, was Liebes für den anderen zu machen, ihm mit Worten zu sagen, wie wichtig er einem ist oder sie einem ist. Und dass das irgendwie nochmal in der zweiten Jahreshälfte für dich wichtig sein kann. In der Freundschaft genauso, Familienmitglieder genauso. Aber was ich hier auch noch reinbekomme, ist, dass es darum geht, dass du deine Liebe generell zum Ausdruck bringen sollst. Nicht nur in Bezug auf andere Menschen, sondern in Bezug auf deine eigenen Projekte, auf deine eigene Selbstverwirklichung. Das können wir auch beruflich beziehen, dass du auch dort wirklich zeigst, mit wie viel Liebe du dabei bist, dass du deine Herzensprojekte teilst und auch da mutig bist, die mit der Außenwelt halt auch zu teilen und sich nicht zu verstecken und sich nicht zu denken, ach, ich weiß nicht, ob das irgendjemand anderem gefällt, sondern das zu machen. Und genauso kriege ich auch rein, zum Beispiel ein Hobby. Ich weiß auch nicht, warum meine Stimme schon wieder so weggeht. Ist vielleicht auch wieder meine eigene Halschakra-Blockade, die sich da zeigt, oder die Halschakra-Blockade auch von anderen, nämlich sich auszudrücken, wirklich auszudrücken, wer man ist, und die eigenen Herzensprojekte zu zeigen, die eigene Kreativität zu zeigen, sich nicht zu verstecken, und das eben beruflich wie auch privat. Genau, schauen wir jetzt aber weiter in deine Karten. Wow, wir haben den Wal mit der 63, vielleicht bist du 63, vielleicht hat die 6 oder 3 eine besondere Bedeutung, vielleicht bist du im Juni geboren, vielleicht im März. Und es geht darum, in den nächsten 6 Monaten, dass du vertraust, dass du dem Universum vertraust, dass du vertraust darauf, dass es einen höheren Plan gibt, dass du ein Teil davon bist, dass das Universum es gut mit dir meint, dass du dass du halt wirklich auch für Vertrauen, und wenn du in hoher Energie bist und wenn du an dich glaubst und deine Liebe preisgibst, egal in welcher Form, egal in welchem Lebensbereich es ist, wenn du zeigst, wer du bist, wenn du deine Selbstliebe wirklich nach außen hin trägst, dass du dich selber wertschätzend behandelst, dass du dich selber liebevoll behandelst, andere Menschen liebevoll behandelst, dass das Universum dich liebt und dass das Universum alles versucht, um zum besten Wohl für alle zu handeln und Dinge zu organisieren. Und es kann auch sein, dass das vielleicht auch ein Zyklus ist in den nächsten Monaten, dass du auf gute Neuigkeiten wartest, dass du auf einen gewissen Erfolg wartest, dass du auf einen gewissen Abschluss wartest. Und da ist einfach immer wieder Vertrauen gefragt, dass du daran glaubst, an dich selbst, dass du an das Gute glaubst und dass du daran glaubst, dass deine Träume wahr werden. Und dafür braucht man eben öfter Geduld und eben total tiefes Vertrauen. Schauen wir weiter. Du hast die 9 des Frühlings mit Schütze die Früchte deiner Arbeit, Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft, Naturschutz und Umweltschonung. Ich finde hier die Osterglocken super präsent. Vielleicht liebst du Osterglocken. Vielleicht ist der Frühling auch deine Lieblingsjahreszeit. Vielleicht liebst du Marienkäfer. Vielleicht hast du auch einen bestimmten Bezug auch zu Feen. Ich finde, obwohl sie jetzt nicht blond ist, erinnert sie mich trotzdem voll an Tinkerbell. Also vielleicht ist auch das für dich in Bezug zu Tinkerbell.
Worum es hier geht, ist, der ein oder andere schreibt es mir gerne in die Kommentare, arbeitet vielleicht auch in Bezug auf Naturschutz, vielleicht bist du beruflich da tätig, vielleicht bist du auch privat sehr engagiert in Tierschutzorganisationen, in ja, gewissen Verbänden vielleicht zu Naturschutz, vielleicht arbeitest du auch wirklich in der Energiebranche, das habe ich gerade noch reinbekommen. Oder eben, ja, dass du mit Tieren zusammenarbeitest, habe ich sonst noch reinbekommen. Tierkommunikation könnte sein. Sonst habe ich aber auch irgendwie soziale Berufe reinbekommen, dass das irgendwie auch ein Teil ist von dir und deines Berufslebens. Und die andere Botschaft ist jetzt wirklich, schütze dich selber. Schütze deine kreativen Leistungen. Aber irgendwie ist das für mich eher so, schütze das energetisch. Also, was bedeutet das? Wenn man sagt, schütze deine eigenen Früchte der Arbeit, bedeutet das so für mich, überleg dir genau, mit wem du darüber sprichst. Weil, wenn du schon weißt, dass du zum Beispiel ein gewisses Projekt hast, eine gewisse Idee, oder du noch ganz am Anfang vielleicht auch irgendwo stehst und es vielleicht noch nicht so läuft, wie du dir das wünschst, ist es auf jeden Fall niemals empfehlenswert, das Leuten zu erzählen, die daran sowieso nicht glauben und die dir das ausreden wollen, weil die schüren nur deine eigenen Ängste oder Unsicherheit und bringen dich in schlechte Energie. Und das ist halt auch so, schütze deine Arbeit. Erzähl es bitte nur Menschen, die dich darin supporten, die dich feiern und an dich glauben. Und wenn du das Gefühl hast, dass vielleicht auch ganz wenige Menschen oder gar kein Mensch in deinem Leben ist, der da komplett dran glaubt, dann behalte es für dich. Dann glaub an dich selbst, weil das ist sowieso der Schlüssel für alles. Es muss kein anderer Mensch an dich glauben, sondern du musst selber an dich glauben und überzeugt sein von dem, was du tust. Und wenn du das nämlich bist, also dann strahlst du das auch aus und das wird dir dann auch durch andere Menschen absolut gespiegelt und die zeigen dir nämlich dann schon, dass das, was du tust, richtig ist. Aber da musst du natürlich auch erstmal hinkommen und das ist aber das, wo du hinkommen wirst bis zum Jahresende, weil du nämlich in dieses Selbstbewusstsein, in dieses Selbstvertrauen kommst und es für dich energetisch nämlich auch absolut in Ordnung ist und du dich darüber sogar freust, im Rampenlicht zu stehen. Und das kann sein, dass das aber bei dir noch ein aktuelles Problem oder eine Herausforderung ist, dass du nämlich noch mit so Unsicherheiten zu kämpfen hast und sagst, nein, 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 ich will überhaupt nicht im Rampenlicht stehen. Oh Gott, ich möchte gar nicht, dass alle Augen auf mich gerichtet sind und man mich für das und das total kennt, weil ich mich selber noch gar nicht so sicher damit fühle. Das ist hier für den einen oder anderen auf jeden Fall die Botschaft, nicht für alle. Wir haben hier die Jupiter-Energie. Wow! Und Jupiter ist ja wirklich der Glücksplanet, der Planet des Wachstums und der Expansion. Und genau das soll jetzt passieren. Du wirst in einem Leben, also in einem Lebensbereich oder in mehreren wirklich wachsen, größer werden und das Glück ist auf deiner Seite. Jupiter kommt hier wirklich für dich rein, weil Jupiter möchte, dass du dich mit seiner Energie verbindest und an dein eigenes Wachstum glaubst, daran glaubst, dass du dich entwickelst und deshalb auch dieser Ausdruck, ne, dein Ausdruck deiner selbst soll größer werden, der Ausdruck der Liebe in allen Lebensbereichen soll größer werden, so dass du auch mehr Liebe, mehr Glück zurückreflektiert bekommst. Weil am Ende des Tages, es ist alles da, die Fülle ist da, die Liebe ist da, der Frieden ist da, es ist alles da, aber mit unseren eigenen Glaubenssätzen schneiden wir uns davon ab und da soll eine Öffnung passieren. Ja, ganz genau, weil du hast das Schicksalsrad und das Schicksal möchte jetzt nämlich, dass sich dein Blatt wendet und dass dein Blatt sich nach oben wendet, weil manchmal sind wir ja unten und manchmal sind wir oben. Und es geht darum, dass jetzt eine Phase auf dich wartet, wo du wieder oben bist und wo wirklich ja du auf der Glücksseite des Rads bist, im Glück und
Da darf im Hintergrund gerade noch ganz viel passieren. Du darfst einen Zyklus abschließen und ein neuer Zyklus darf für dich beginnen mit viel Erweiterung, Wachstum, Glück, Liebe. Schauen wir weiter in dein Berufs- und Finanzorakel. Wow, und hier geht's weiter. Du bekommst eine lang verdiente Belohnung. Also hier steht's ja sogar ein Award, ein wirklich berühmt zu sein, wenn das etwas ist. Dass du vielleicht mehr an Reichweite gewinnst, dass du, wenn du eine Online-Plattform hast, eine Website hast, da wirklich bekannter wirst, das größer wird, dass du mit einem, weiß ich nicht, mit etwas, was du tust, wirklich das durch die Decke geht, deine, wenn es jetzt eine Selbstständigkeit ist, dass deine Verkäufe wirklich in die Höhe schlagen, dass wenn du angestellt bist, dass du vielleicht auf etwas hingearbeitet hast, dass du ein Projekt erfolgreich beendest, dass du vielleicht dir schon lange ersehnst, eine Beförderung zu erhalten, dass du in einen Jobwechsel vielleicht auch vorhast, in eine viel höhere Position, zu besseren Konditionen, in dein Wunschunternehmen, was auch immer, dass du das hinbekommst, dass du finanziell besser dastehst vielleicht, also durch deinen Beruf, aber vielleicht auch durch eine kluge Investition, die du getätigt hast oder die du jetzt tätigen kannst. Auf jeden Fall wartet da auf dich eine wundervolle Belohnung. Und noch so liebestechnisch oder privat auch, dass du da Menschen kennenlernst vielleicht noch oder mehrere Menschen, wo du wirklich das Gefühl hast, wow, die sind eine einzige Bereicherung für mein Leben. Das habe ich noch reinbekommen. Oder eben auch, weil du dich auch am Verändern bist und mehr in deinem Fülle-Mindset bist, dass du das auch in deinen aktuellen Verbindungen lebst. Also es muss ja nicht immer nur neue Menschen sein, sondern auch in den aktuellen Verbindungen, dass du da merkst, wow, hier findet Wachstum statt. Hier haben wir nochmal eine ganz andere Form, uns gegenseitig zu wertschätzen und zu lieben. Schauen wir noch in das Wisdom-Orakel. Du hast hier das Why, also wieso, und die 31. Vielleicht bist du auch 31, vielleicht hat die 3 oder die 1 eine besondere Bedeutung. Bei dir kommt mit diesem Wieso, kommt bei mir ganz stark rein, dass du bis zum Ende des Jahres dein eigenes Warum, wieso im Endeffekt findest in Bezug auf ein Thema. Also, dass du für dich etwas entschlüsselst und weißt ganz genau, was deine innere Motivation ist. Du weißt ganz genau, warum du etwas tust, weil das ist ein Herzenswunsch von dir. Das ist eine ganz krasse intrinsische Motivation, die dich leitet. Und für viele ist es auch was Berufliches. Aber für andere kann das auch ein anderes Lebensziel sein. Also vielleicht auch, wo du lebst, wie du lebst, was du für einen Lebensstil hast, wie du deinen Alltag gestaltest, wie du Verbindungen mit anderen lebst, wie du vielleicht auch eine Liebesverbindung lebst, was da dein Wertesystem ist. Aber ich kriege hier so rein, du hast irgendwie zu einer Sache vielleicht auch sogar eine Frage und fragst dich, warum ist das so gewesen oder warum soll das jetzt so sein? Und du bekommst bis zum Jahresende eine Antwort darauf und du weißt genau, wieso du etwas tust oder wieso etwas passiert ist. Der Kreis wird sich schließen. Du wirst eine krasse Erkenntnis da nochmal haben. Schauen wir noch in das Tarot für dich. Was wartet noch auf dich in der zweiten Jahreshälfte? Es ist nur einer rausgefallen, deshalb nehme ich jetzt auch nur die eine Karte. Die anderen Stapel hatten 2. Bei dir ist es der König der Münzen. Und das kann jetzt natürlich sein, dass das einen anderen Menschen repräsentiert. Also es kann Erdzeichen sein, Jungfrau, Steinbock oder Stier. Muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass du eins von diesen Sternzeichen bist. Es geht hier aber in erster Linie um die Erdenergie. Und die Erdenergie bedeutet, dass du dich
mit der materiellen Welt, also darum geht es hier nämlich auch für die meisten, in der materiellen Welt wirklich gesund verankerst, dass da wirklich in, dass eine Manifestation reinkommen darf, entweder in Bezug auf Geld, dass die Situation sich verbessert oder halt auch beruflich, dass du da Erfolge hast, dass du da das gewünschte Ziel erreichst und dass du wirklich dein eigener König oder Königin über dein materielles Leben wirst und da ja deinen inneren wie äußeren Reichtum noch mehr lebst und dich wirklich sicher fühlst, stabil fühlst, weil das ist auch diese Erdenergie verbunden mit der Erde, eine sichere finanzielle Situation, eine sichere emotionale Situation, dass du dich geliebt fühlst, dass du deine Liebe ja gesund ausdrücken kannst, dass du wirklich mit ja so beiden Beinen verankert auf dem Boden stehst. Also ich bekomme auch so rein, dass du für dich selbst dein Anker bist, dass du aber auch für jemand anderen wirklich der Anker, ein Ruhepol sein kann, sehr eine verlässliche, beständige Energie. Und das ist vielleicht auch etwas, was du dir vielleicht auch wünschst in Bezug vielleicht auf eine Freundschaft oder in Bezug auf eine Liebesbeziehung, dass da halt diese gegenseitige Wertschätzung ist und dass da aber auch eine Beständigkeit ist, dass man sich wirklich aufeinander verlassen kann, sich vertrauen kann und wenn es jetzt businessmäßig ist, also beruflich, dass du eben auch da eine ganz stabile Position hast, aus wo du wirklich für dich eine stabile Basis hast, also gerade wenn es darum vielleicht geht, auch ein eigenes Business wirklich erfolgreich zu führen und dir da eine finanzielle Basis aufzubauen oder eben auch ein Businessmodell aufzubauen, was wirklich nachhaltig ist, was für die Kunden genauso wie für dich wirklich Zukunftspotenzial hat, wo alle eine Bereicherung dran sehen, dass es darum halt auch geht. Oder eben auch Thema Zuhause bekomme ich ja auch für einige rein, dass du wirklich dir ein Zuhause erschaffst, was du liebst, wo du wirklich glücklich bist, wo du dich sicher fühlst, was auch einfach nach deinen Wünschen und nach deinem, ja, vielleicht auch Luxusempfinden eingerichtet wird. Das habe ich noch so reinbekommen. Oder eben eine Verbindung mit jemand anderen, die so ist, so stabil, reif und verlässlich, treu, gesund, genau, dass es darum geht. Und in diese Energie darfst du bis Ende des Jahres kommen. Lieber Stapel 3, ich hoffe, dir haben die Botschaften gefallen. Ich freue mich über dein Like, dein Abo und dein Kommentar. Wünsche dir ganz viel Love and Sunlight und bis zum nächsten Mal.